Hallo und herzlich willkommen zurück zu Casual Beef hier. Schön, dass ihr da eingeschaltet habt, zu einem kleinen Angespielt. Heute sind wir das, zumindest wenn es um diese Thematik geht, das letzte Mal auf der Wii U und gucken uns einen weiteren Virtual Console Titel an. Und zwar einer, der ein bisschen mehr drauf hatte. Ne? So wie halt auch Duck Hunt und Hogan's Alley hat dieser Titel auch eine kleine Erweiterung durch eine Wiimote, was im Endeffekt quasi den sogenannten N-Zapper abbilden soll. Das ist leider nicht ein Original-N-Zapper, das ist ein China-like-Dingsy, was wir auch in so einem Bastelabend auseinandergenommen haben. In Billo, ne? Das Ding heißt nicht umsonst, NGN-100. Das ist ein Nachbau eines N-Zappers und im Endeffekt funktionieren die ganzen Lightgun-Pistolen eigentlich genauso. In der Kanone ist ein Lichtsensor und dementsprechend gibt der CRT dann ein Lichtsignal, worauf man dann dementsprechend zielen kann. Das Problem ist nur, mit der modernen Technik wie ein Flatscreen und so weiter funktioniert diese Technik nicht mehr. Das ist halt ein bisschen doof. Aber natürlich gibt es noch Varianten, dass man dann sagt, so ja, Mister, und man kauft sich dann eine richtige Lightgun, eine teure Lightgun mit einer Webcam, die das dementsprechend erfasst etc. Aber in der Virtual Console ist das anders gelöst mit der Wii U. Denn da hat man dann gesagt, so ey, wir haben doch im Endeffekt ein Pointer-Zielgerät und das ist dann quasi die Wii-Fernbedienung. Oder Wiimote, wie ich sie gerne nenne. Eigentlich, ich glaube, der vollständige, offizielle und richtige Name ist Wii Remote. Also die Wii-Fernbedienung. Wiimote passt aber irgendwie besser. Hat sich bei mir irgendwie eingebürgert. Eigentlich falsch. Na gut, aber wir sind wieder im Bereich Virtual Console und gehen wieder auf die letzte Seite und gucken uns jetzt den Titel Wild Guns an. Wie Adventure of Bayou Billy funktioniert ähnlich. Da muss ich mich aber noch ein bisschen einspielen, weil gerade bei Game A ja, ich krieg nichts gewuppt. Da werde ich euch auf jeden Fall noch was nachholen. Fun Fact, The Adventure of Bayou Billy habe ich auch auf dem Original NES. Mein Problem ist nur, auf modernen Fernsehern funktioniert das leider nicht. Außerdem hat das Modul irgendwie einen Knacks weg. Aber ich arbeite mich da noch ein, das hole ich nach, aber ob ich das vor der Schließung schaffe, weiß ich nicht. The Adventure of Bayou Billy hat nämlich zwei Game-Modes. Den normalen, was dann so ein Beat'em-up ist, und der zweite geht dann halt Richtung Shooter. Lightgun-Shooter. Aber da muss ich mich noch ein bisschen mehr einarbeiten. Wir kümmern uns stattdessen heute um Wild Gunman. Nicht Wild Mann. Wild West Mann, was ich gerade auch gesagt habe. Wild Gunman. Gehen wir mal direkt rein und gucken uns das an. Das Spiel selber aus dem Jahre 85 ist, glaube ich, das jüngste von den dreien, weil ich glaube, Duck Hunt ist so launchnah gewesen. Hogan's Alley kam irgendwie danach. Und Wild Gunman müsste eigentlich ziemlich später sein. Wild Gunman müsste euch eigentlich bei den Leuten, die kein NES hatte, irgendwann mal über den Bildschirm getanzt sein. Bei, ich meine, dem NES Remix. Ich meine, da war es dabei gewesen. Und sonst gibt es halt in modernen Nintendo-Spielen auch Anleihen von Wild Gunman. Na gut, aber wir spielen mit Wiimote. Wir spielen nur mit Wiimote und haben dann hier, wie gesagt, wie bei den anderen Spielen, einen Pointer. Ne, der dann halt das Bild 16:9 abgreift. Na gut. Weil ich weiß, anhand von Duck Hunt, dass ich ewig spielen könnte mit diesen Lightgun-Shootern, machen wir lieber erstmal Game B und am Ende machen wir die Gang. Okay, aber ihr seht, ich habe hier noch keinen Highscore gemacht. Das heißt, ich spiele das Spiel heute zum ersten Mal. So, let's go. Yeah! Okay, die hätten in 1,30 und 1,60 geschossen. Okay. Auch sehr weird. 1,50, der schießt halt, das heißt, der schießt erst. Nihihi! Ich hab die Hose ausgezogen. Mit meiner Wiimote. Die übrigens aufgrund des Grüns halb verschwindet. Ich habe jetzt gerade nicht drüber nachgedacht, verdammt, egal. So, 1-1, das wird jetzt. Wie viele Leben habe ich eigentlich? Ich bin ein bisschen schlechter geworden, ne? Aber man sieht nur das Funkeln in den Augen
der Leute, wenn sie Feier rufen. Nicht geil. Was? Warum schießt der denn zuerst? Warum hast du denn gar nicht geschossen? Kann das sein, dass wenn deren Augen anfangen zu leuchten, dass deren Kopf verschwindet? What? Was zum Henker? Oh. Boah, ist glaube ich keine gute Idee, da rein zu pusten. Nein, Sensor. Gib nicht auf. Oh! Da hat er mich einfach erschossen. Oh! Damn! Zwei ist das ganz schön schwierig. Nochmal. Ich habe auch keine Ahnung, ob ich damit einen Content-ID-Treffer kriegen mit der Musik, weil irgendwie kommt die mir so familiär bekannt vor. Aber ist auch gemein, die Zahlen sagen nicht, dass wer als erstes schießt. Die schießen im Endeffekt beide. Könnten. Ne, aber ja gut. Er verliert seinen Hut. Wird langsamer. Hier, 81 zu 1,15, das hätte 1,50, das hätte auch übel ausgehen können. Wieder 80. Die werden immer schneller. Mario und Luigi, könnte man fast sagen, ne? Der schießt ja gar nicht. Dabei ist so viel Kopfgeld auf ihn aus. Zumindest denke ich, dass das die Anzeige hier unten ist. Sonst hat es alle Features halt von Duck Hunt und Hogan's Alley. Man hat wieder über den Lautsprecher irgendwelche Knackgeräusche, die quasi das hier. Ich hoffe, man kann es nachhören. Ne, und es ist, wird ungefähr, es ist ein geiles, es ist nette gemacht. Ist halt nette Geste, dass man halt das reingebaut hat. Finde ich auch ziemlich süß, eigentlich. Der ballert nicht. Der ballert nicht! Bap, 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 bap. Alter Schwede, 40. Eine Kanone habe ich noch. Oh, schon wieder er. Yes! Geht doch. Ich mache hier noch Punkte, Leute. Tuffel steht fest.
35-40. Alter. Noch hinbekommen. Ja, ist wirklich, wird der Reward und dann der Zeitdifferenz wird hier reingerechnet. Boah. Ich werde immer, ich bin jetzt glaube ich ein bisschen langsamer gewesen, aber ich hatte vorher ja auch 32 gehabt, ne? Naja, wirklich den Kopf schießen tue ich nicht, weil irgendwie bin ich immer irgendwie am Bein oder so. Oh, zeitgleich. No! No, ich habe den falschen abgeballert. Na gut. Dann machen wir mal den dritten Modus, weil wie gesagt, der erste ist halt das gleiche, nur mit einem. Ein bisschen einfacher wahrscheinlich. Aber die Gang. Jetzt kommt die Gang. Ich kann was jetzt... Ach du heilig... Nein, was ist das denn? Okay, einfach nur ein... Das ist ja cool. Kann ich nachladen. Achso. Ah, ich habe nur begrenzt Ammo. Begrenzt Munition. Die fallen alle um. Good. Way free. Saloon. Nee, go und dann Saloon. Da. Kommt noch einer? Da ist einer. Die Frage, kriege ich auch mehr Bullets? Und das ist wie bei Duck Hunt irgendwann, darf ich mir gar keinen Fehler mehr erlauben. Selbst dann habe ich noch 3 Leben. Ah, da. Oh. Okay, ein verloren. Und nur weil ich jetzt mit einer Hand spiele. Bei Duck Hunt haben wir so übertrieben, dass wir den Score, also den Punktebereich gesprengt haben mit den Tontaubenschießen. Das kriegen wir, glaube ich, jetzt nicht mehr. Aber ich bin gerade überlegen, ob es eine Alternative gibt, irgendwie wie, irgendwie neu aufgelegt. Ich glaube nicht. Zeitgleich. Gemein. Thank you.
hohe Kotzmutzung gerade bei mir. Upsa. Zu spät. Damn, der ist auch ultra schnell, Mann. Nochmal Welle 7. Good. Wave 8. Go, Saloon! Der ist so schnell, Mann. Schnell, Mann. Game over. Ja gut, aber das war halt dann Gangs. Und wie gesagt, ich finde halt die Tatsache, dass Nintendo hier mehr als nur ROM neu auflegen gemacht hat, das ist eigentlich ziemlich geil, weil sonst müsste man schon wieder ein Original NES haben mit den dementsprechenden Zappa, mit einem Röhrenfernseher, die heutzutage eigentlich auch seltener werden, weil die Dinger ja halt auch x Jahre alt sind. Ne? Selbst ich muss zu meinem Beileid leider sagen, dass meine alte Röhre unten, die eine der beiden, angemacht, bzzzt, und auf einmal stank das Ding. Da war nichts mehr. Da war keine Musik mehr in dem Ding. Schade, da ist irgendwas durchgebrannt oder wahrscheinlich einfach Staub aufgewirbelt oder so. Muss mir das nochmal anschauen. Aber naja, dafür braucht man Zeit und davon habe ich momentan am wenigsten. Deswegen, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wie gesagt, das ist halt noch das etwas, was mir sehr, sehr gut gefällt an der Wii Virtual Console. Die meisten Spiele hat man meistens irgendwie im Schrank. Oder man hat sie jetzt auch die Möglichkeit, sie in der Nintendo Switch Online-Variante zu daddeln. Ja, Super Nintendo NES, N64 mit dem Erweiterungspass, Game Boy Advance mit dem Erweiterungspass, Game Boy, Sega Mega Drive mit dem Erweiterungspass. Also Game Boy ist jetzt nicht mit dem Erweiterungspass. Ich mach's ganz kompliziert heute. Aber da hat man auch die Möglichkeit nachzuholen. Nur die drei Spiele, die ich euch gezeigt habe, und wie Adventure of Biobilly, da sehe ich, das sehe ich ein bisschen kritisch, da weiß ich nicht, ob man das so einfach machen kann. Da muss man schon auf die dunkle Seite gehen mit einem, wie gesagt, mit einer etwas teureren Lightgun, die halt ein anderes Prinzip hat als das, mit einem Lichtsensor. Oder mit Maus und einem emulierten Ding. Das geht natürlich auch, aber dafür muss man dann auch wieder die ROM dafür haben, und wenn man das Spiel nicht selber im Schrank besitzt, dann ist es halt wieder. Naja, ihr wisst schon. Na gut, aber wie gesagt, das war, wie gesagt, meine kleine Trilogie der Lightgun-Shooter für die Wii U Virtual Console. Ne? Duck Hunt, Hogan's Alley und Wild Gunman. Und wer Interesse daran hat, 5 Euro der Titel, und bis Ende März ist es noch möglich, die Titel sich dann auch dementsprechend auch runterzuladen und auch dann von der Wii U aus zu daddeln. In dem Sinne wünsche ich euch, wie gesagt, noch einen schönen Sonntag, einen schönen Wochenstart. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Ciao.